Hallo zusammen, das ist der Waschkraftmecker. Heute sind wir miteinander in meinem geliebten Ibrig unterwegs. Mal schauen, was uns erwartet. Ha! Ich möchte euch jetzt gerade sagen, wir sind wegen einer Höhle hier. Höhlenfilm ist so ziemlich das Schlechteste auf YouTube. Aber die einen interessiert es halt doch, weil es noch, dass der Mecker jetzt befahrt. Wir haben hier den Simon dabei, den Höhlenfrevler von der nächsten Generation. Nach dem Binschi kommt der Mecke und nachher kommt der Simon. Ihr werdet noch viel von ihm hören. Ja, ich kann euch sagen, bei dieser Höhle ist der Zustieg krasser als die Höhle selber. Da haben wir schon erste Markierungen. Simon, wie findest du es? Angenehm. Der Mecke pfeift es am letzten Loch. So, die letzten paar Meter sind übelste Kletterei. Wir können uns nachher ja abseilen. Und oben ist schon das Ziel unserer Begierde. Die Garderobe. Schau mal das an. Wir sind jetzt schon voll parat mit neuester Ausrüstung. Simon, sag, was du vergessen hast. Meine Fußschlaufe habe ich die Heilige gelassen. Simon hat Fußschlaufe daheim vergessen. Jetzt können wir einfach mal schauen, vielleicht geht es auch ohne. Los geht's! Ja, wir sind jetzt hier im Einstieg. Hier oben ist die Hölle. Der Mecke war schon zweimal da gewesen. Man weiss nie, was ihm erwartet. So, jetzt haben wir den haarsträubende Quere vom Simon. Da geht es runter. So tief geht es nicht. Das erste Mal, als ich war, war hier Eisplatte. Ich musste eben die Eisplatte reinschleifen. Was ist denn nicht so geil? Wir schauen jetzt sehr schnell ins Höhlenbuch. 8.9. ist ein Speleopeter hier oben gewesen. 30.10. Höhlengruppe Zürcher Oberland, HZO. Das scheint es auch zu geben. Das waren alles Fremdbefahrungen gewesen. Speleopeter hat mir gar nicht gesagt. Was hat er echt gemacht? Ja. Das war krass. Früher hast du einfach in die Höhle rein, hast du nichts machen müssen. Ja, heute muss man alles selber machen. Das ist halt so. Dafür weiss man, dass das recht gemacht ist, nicht? Also okay, Schlüssel. Ja. Wo haben wir das Schlüssel? Voilà. Wir haben den Scheiß eingerichtet. Schauen wir mal für alle Freunde des Nervenkitzels. Wir sind hier über so einer gewaltigen Spalte. 20 Meter. Also das Seil kommt bis runter. Los geht's! Also wir sehen hier oben den Simon. Da hinten sind wir auf dieser Spalte. Und da geht's runter. Es ist doch ein bisschen mit Aufregung verbunden, wenn es der Mecke schon mal gemacht hat. So, der andere Spinnsiech ist auch auf dem Weg. Einfach loslassen, loslassen. Jetzt hängt er drin. Jetzt kommen schon die ersten Glücksgefühle. Schauen wir mal da. Geht mal so. Jetzt ist er ganz in schwarz. Jetzt hat der Mecke extra einen roten Overall gekauft, dass er besser auffällt. Jetzt kommt der andere da, der Simon, voll in schwarz. So, jetzt kommt gerade die Frage nach dem, dass wir das alles wieder tun müssen. Nein, wir müssen nicht alles wieder tun, wir lassen uns retten. Wir sind jetzt im Eingangsbereich von dieser Höhle. Hier wird es ein bisschen enger, der erste Schluff. Und das ist eigentlich gar nicht mehr so in Erinnerung, das ist jetzt zu eng. Kommt mir eine Beklemmungsstörung über, mal schauen. So, jetzt hier der krasse Schluff. Da vorne haben wir schon das erste Sinterkämmerli. Wenn ich sage, das ist prähistorischer Sinter, das ist nicht mehr unbedingt aktiv. Da unten geht es weiter. Da ist der Simon. Schön.
Und bei dir ist ein Phallus-Symbol. Also, man hat schon gehört, dass wir da die Höhe entweiht haben. Das stimmt nicht. Wir haben jetzt extra vorher noch schnell im Kloster Einsiedel angeholt und Weihwasser geholt. So, jetzt lassen wir da mal die Jüngling voran. Die Jüngling testen das Seil. Also komm, Jüngling. So, wir sind jetzt auf dem Abstieg. Da sehen wir schon die nächste Kammer runter. Da unten sind seine Füße, weil das Zwischenboden ist erreicht. Also es ist ein Höhlenfilm, er ist sehr langweilig. Aber bleibt dran, vielleicht verpasst ihr irgendeinen blöden Spruch vom Mecke. Grenzwertigen. So, jetzt sehen wir hier, der Mecke hängt hier über dem Abgrund. Unten ist der Simon. Hoi, hoi. Geht ins nächste Loch runter. So, da unten haben wir wieder einen Schluff. Ja, ist nicht grobs, mit dem Bein voraus. So, ich nehme jetzt auch mal mit durch den engen Schluff. Dann sieht es gerade ein bisschen realistisch aus. Da vorne wird etwas babbelt. So, jetzt ist es wieder hell. So, ja. Geht es zu dem Seil? Nein, es geht einfach nach und ab, aber es geht jetzt schon zuerst zu dem Seil. Ja, ja. Gut. Da unten sollte es Wasser haben. So, der Simon macht jetzt sich jetzt hier auf in den finalen Schacht. Schaut hier mal euch dort hinten die schönen Tropfsteine an. Wunderschön. Da geht es runter in den finalen Schacht. Also in der Zwischenzeit schauen wir uns die wunderschönen Versinterungen an von dieser Kathedrale, von dieser geweihten Kathedrale. Da unten ist der Simon. Der hat sich jetzt gerade gesagt, dann hat sie entweiht. Ja. Ganz in schwarz. Sei ist frei. Ja. Zum Glück ist der Mecke da mit seinem Weihwasser. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wo Weizen von der Spreu. Du kannst nicht, du musst drüber ziehen, du musst die drei haben. Du musst drei liegen, ja. Sein, das geht nicht. Ja. Du musst die einfach drüber ziehen. So, das ist wirklich haarsträubend. Ja, bereust du es, dass du mitgekommen bist? Hey, nein, das ist voll geil. Voll geil. Mach es ein bisschen dramatischer, sagst du, ja, scheiße. So, wir haben hier unten den See. Ja, sehen wir den See? Ja, wir haben hier unten den See. Da haben wir ein Seil. Und dort oben ist der See. Das ist ein wichtiger Fick für die Schuhe. Ja, da hat es mich schon das letzte Mal verklemmt. So, jetzt geniessen wir das. Da unten gehören wir Wasser. Wasser, wir sind gerettet. Der Durst kommt langsam. So, ich glaube, das ist das finale Abseilung. So, wir haben hier Quell. Wir sind gerettet. Wasser. Mega fein. Das ist ein wunderschönes Sinterkämmerli. So, jetzt geht es da rauf. Jetzt haben wir da schon eine schöne ehemalige aktive Sinterhalle. Ist alles tot, seit mehreren Tausend oder Millionen Jahren, keine Ahnung. Mit der Hand. Schmeckt nach Kalk.
Also es wird jetzt keine Adjektiv sollen sein. Den müssen wir jetzt abbrechen, ausbauen und als Potenzmittel müssen wir den verkaufen, teuer auf eBay. Wir haben hier einen ganz sandigen Boden und da wunderschöne prähistorische Tropfsteine. Da vorne geht es weiter, da rauf. Das ist ein geschlüpferiges Teil. Aufpassen. Also brechen wir ab. Kehren wir um. Das riskieren wir nicht. Wunderschöne Tropfsteine mit Tröpfen dran. So, wir sind jetzt so wieder so in einer Schlucht rein. Überall hat es so kleine Tropfsteine. Das ist ein riesiges Phallos-Symbol, gerade vor dem Simon. So, da geht es zu. Das ist der zweite Eingang auf dem Bergsattel oben. Wissen wir auch, was ist? Gehen wir mal schauen. Jetzt haben wir da langsam eine höhere Luftfeuchtigkeit, was viel mehr erschwert. Ja, Simon, das ist ein grosser Start in eine Karriere als Höhlenfrevler. Grosse Binci wäre stolz auf dich. Das macht auch mehr, das kann ich jedes Wochenende machen. Vor allem, das Schöne ist, im Sommer, wenn es so richtig sauheiß draußen ist und alle Färben und sich den Grill abschützen, kannst du drinnen voll geil drin leben. Das ist auch eine super Sache. Da haben wir ein gewaltiges Loch. Und da haben wir einen Unfall. Ein Absperrband. Das ist ein zusammengehängtes Sinterbecken. Das war früher mal alles unter Höhle gewesen. Sie sind die zusammengehängt. Die haben es zerstört bei der Forschung. So. Wasser ist immer etwas Schönes. Wunderschöner Sinteraltar. Jesus, siehst du wie Jesus jetzt? Ja. So Simon, ich gratuliere dir. Du bist am Schluss von dem gewaltigen Höhlensystem angekommen. Ah. Ja, das ist super. Halleluja. Super geile Höhle. So Simon, du stehst jetzt ganz dahin in dieser gewaltigen Höhle. Wie siehst du deine weitere Karriere? Wirst du wieder in die Höhle gehen? Oder? Also sage so, es gibt Leute, die lieber würden sehen, wenn du aufgeben würdest. Ja, ich bin ja so cool. Ja, da geht es weiter auf jeden Fall. Also haben wir schon Nachfolger vom Buschkraftwecken. Der Wahnsinn geht weiter. Genau. Wir posten dann alle Höhlengänge. Irgendwann nimmst du den nächsten Jungen an und so weiter und so fort. Genau. Wenn es dann noch Junge gibt, die so etwas machen können. So, jetzt wieder vom Retourweg. Die einen von euch haben vielleicht den Film «Das Riesending» gesehen, dort habt ihr vielleicht gemerkt, auf dem Gehweg haben sie einen Hurenfilm gefilmt, auf dem Retourweg nicht mehr. Wir versuchen jetzt im Retourweg auch noch ein paar Bilder zu machen, von diesen haarsträubenden Aufseilszenen. Das wunderbar da. So, wir haben hier noch die Labstelle vor einem grossen Aufstieg. Jetzt kommt es darauf an, ob Simon das ohne Fußstieg, ohne Fußschlaufen schafft. Wir haben noch Witz gemacht, oder? Ja, alles. Jetzt kommt noch die Stunde der Wahrheit. Simon hat gesagt, er könne sich aufseilen, aber jetzt kommt es darauf an, er hat auch eine andere technische Einrichtung als der Mecke.
So, das ist jetzt Simon sein erster Aufstieg, wo nicht einmal ein Baum ist. Und ich bin erleichtert, dass er es schafft. Das Schlaufen ist fast kurz. Da haben wir unsere improvisiert. Ja, Simon, da kannst du jetzt. Mit dem musst du jetzt leben. Ja, es geht schon, es geht schon. Ich hätte jetzt also schon jemanden in den Schönen. Ich würde gut schlafen, wenn ich heim bin, im Sofa bin. Das ist eine ziemlich gebirgige Sache. Oben und oben. Action! Schau doch mal. Da. Der wunderschöne Abschnitt hier. Haarsträubende Abstiegsszene. So, wir sind jetzt so erneut in einer Schlüsselstelle. Das mal geht es ringen, das mal geht es nicht mehr runter. Der dunkle Ein bisschen. So. Ich kann schnell kurz aushängen. Krass, krass. Ja, so das Einsteigseil ist ja da. Es gibt da so Geschichten aus Deutschland, wo man einer in der Höhe ist und dann ist das Einstiegsseil weg gewesen. Dann haben sie mich zum Nebeneingang. Also für den, der das rausgenommen hat, ist das wahrscheinlich eine teure Sache geworden, wenn sie ihn verwünscht haben. Ja, wir haben da den finalen Aufstieg. Die letzten sind es 20 Meter. Ja, 20 Meter sind schon. Draussen tönt irgendetwas. So, jetzt oben ein bisschen wie ein Sameise. Der Simon. Die letzten paar Meter. So, wir haben jetzt schon ein Stück. Schauen wir mal dahinter. Schaukeln wir mal schnell ein bisschen hin und her. Sieht sehr krass aus. Hier oben ist das Tageslicht. So, schliessen wir ab. Das ist sicher. YouTube sicher. So, wir sind schon wieder oben. Gerettet. Simon wickelt das Seil auf. Simon, bist du zufrieden? Ja, perfekt. Wunderbar. Leben am Limit mit dem Buschkraftmesser. Immer wieder schön. Das werden wir nicht mehr wissen. Simon meint, das sei die krasseste Szene da. Das ist einfach die schlimmste Stelle. Keine Seite, keine Sicherung, sauschlieferig. Das ist einfach grenzwertig. Mach nicht noch einen Unfall. Das letzte Mal hat da schon einer einen Unfall gemacht, als er rausgegangen ist. Ich habe mit einer Höhenangst, oder? Einfach nicht runterschauen. Oh. Krass, krass. Grenzwertig. So, wir sind hier auf dem Abenweg in dieser Steilen. Hey, wir haben etwa 50 Meter, wir haben gar nicht viel. Mir ist es vorgekommen, wie wenn schon, weiss ich wie weit, aber es ist dann noch dreimal so weit runter. So, liebe Leute, wir sind schon wieder am Schluss angekommen. Also für mich war es eine super Tour. Kann ich nur bestätigen. Der Film wird wahrscheinlich nicht allzu viele Klicks geben, aber wahrscheinlich noch ziemlich viel Aufsehen erregen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Yeah.